Hey Leute, was geht ab? Ich stehe gerade bereit für den neuen Roadtrip. Heute geht's nach Braunschweig zu Christian Schimanski, Triple S Shisha Store. Ich hatte vor ganz, ganz langem vor, eine eigene Bar aufzumachen und das hat überhaupt nicht funktioniert, weil wir einfach keine Immobilie gefunden haben im Raum Mainz, Wiesbaden und Umgebung und tue mich damit extrem schwer. Die Alternative, die ich angehen möchte, einen eigenen Shop. So, damit zu meinem ersten eigenen Shop-Roadtrip-Video. Willkommen dazu. Es wird eine ganz, ganz, ganz lange Serie werden. Ich hoffe, dass am Ende ein Shop herauskommt, den man auch besuchen kann. Es wird wahrscheinlich nach Leipzig gehen. Das ist aktuell so der Punkt, wo ich mich erstmal drauf fokussieren möchte, weil es in der Nähe von Jena ist und wir dann hier wohnen bleiben könnten, während ich das eröffne und nicht komplett gleich umziehen müssten. Aber was draus wird, ich gehe jetzt zum Christian. Der zeigt mir alles, wie er gearbeitet hat, wie er arbeitet, wie er vor 5 Monaten den Triple L Shisha Store aufgemacht hat. Und vielleicht kann ich ein bisschen was draus lernen und kann für mich dann meine Entscheidungen, die ich getroffen habe oder treffen möchte, noch mal ein bisschen verfestigen. Dafür diesen Roadtrip. Viel Spaß damit. Euer Paulo Nagasi. Jo Freunde, ich bin in Braunschweig in der Sonnenstraße. Ja, und da vorne an der Ecke ist Triple S. Boah, bin ich happy, jetzt hier zu sein. Und jetzt auf jeden Fall über die Straße und ab ins Triple S. Ich freue mich schon riesig. Jetzt etwa 21.15 Uhr, eigentlich 20 Uhr Ladenschluss, ne? Ja. Ja, Christian hat noch länger gemacht, die letzten Kunden jetzt gerade noch rein. Wir machen jetzt Essen. Wir gehen jetzt erstmal Spanisch essen ins Mola. Ins Mola, Spanisch, ich bin gespannt. Ich lasse mich heute mal auf alles ein. Was essen Spanier? Ah, so Tapas und alles drum und dran. Okay, klingt richtig lecker. Dazu gibt es noch eine schöne Pfeife und dann geht's nach Hannover. Was haben die für Pfeife? Meistens Amy's, aber du kriegst alles zu rauchen, was du rauchen willst. Bis gleich. Yo, Triple S hat geschlossen. Ja, jetzt gehen wir ins Mono, essen noch schön und rauchen den Kopf. Und ich bin mal sehr gespannt, wie es wird. Jo, wir sind gerade im Mola. Ey, das ist so riesig alles hier. Es ist alles so groß. Die Bar. Das ist der erste Bereich. Hier hinten gibt es noch einen zweiten Bereich. Ja, und es gibt noch... Pass auf, nehm ich euch mal mit nach draußen. Das ist der Wahnsinn, Alter, wie groß das ist. So, Außenbereich. Hier gibt es einen Teil, wo man sitzen kann. Das geht dann im Sommer bis dort hinter. Also man sieht es fast gar nicht mehr. Es ist einfach nur krass. Leckere Pfeifen, wobei ich sagen muss, ich würde mir einfach ein bisschen mehr wünschen als Amy. Das ist halt so, wo ich sage, Shisha-technisch, da geht noch einiges. Die Köpfe sind sehr lecker, die sie bauen. Also auf jeden Fall dafür einen Daumen nach oben von mir. Eine Bar, die man besuchen kann, die sehr, sehr lecker schmeckt und die unheimlich luxuriös eingerichtet ist. Also ich habe so eine Bar noch nicht gesehen. Es ist einfach richtig krass, was hier anscheinend an Geld reingeflossen ist. Und da wünsche ich mir halt einfach ein bisschen professionellere Pfeifen, also besseres Equipment. Vom Geschmack her alles top, Cocktail sehr, sehr lecker, aber die Pfeifen, da geht noch was. Ansonsten herkommen, Mola in Braunschweig, Daumen nach oben. Jo Freunde, es ist 3 Uhr durch, ich chill jetzt gerade beim Christian, gehe jetzt ins Bett, ich bin komplett fertig, er pennt schon. Und morgen war nochmal ein richtig spannender Tag, er hat für morgen einen Mietwagen genommen, Audi TT.
Bin mal riesig gespannt drauf und wir wollen morgen Abend dann bei Ihnen richtig fett mit Jacuzzi und allem drum und dran grillen und Shisha rauchen. Sind wieder im Laden den ganzen Tag, es wird richtig spannend und ich hoffe, dass ihr morgen auch wieder dabei seid beim nächsten Video. Ich wünsche euch einen richtig coolen Tag und danke fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, würde mich riesig über einen Daumen nach oben von euch freuen oder wenn ihr noch nicht habt, ein Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Peace out. Euer Paolo Nakashi.